Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge South Park, der Stab der Wahrheit. Ja, in der letzten Folge haben wir den Schweinemann besiegt und ein bisschen durch den Wald gewandert sind wir. Und ach ja, wir waren auch kurz an der Grenze zu Kanada, aber leider konnten wir nicht rüber, weil wir noch keinen Pass haben. Also heißt das wahrscheinlich, dass wir erst später da irgendwie hinkommen im Laufe der Story. Ja, und in dieser Folge ist ja nicht so weit. Wir begeben uns zum Taco Bell. Okay, wir reisen hier hoch. Und check mal ab, was da so los ist. Oh, ein Haufen Blau. Aber nichts drunter. Schade, hier auch nichts. Hier auch nichts. Zack, oh, Tala. Muss versteckt? Nö. Oh mein Gott. Okay. So, den Quietscher benutzen. Halt, wechseln mit dem. So. What was that? Is somebody here? I'll find you. Aha, ach so. Okay. Being stalked by a beaver family. Something over here. La 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 la. Madonna. Oh Gott. Ja, wir haben fast alle 30. Ich glaube, wir haben uns fehlen noch 10. Oh, was ist das? Oh, das ist ja mies. Das versuchen wir aber mal. Und zwar gehen wir bitte hier hin. Na komm. Wie mies. Oh! Pass auf, wo du hinrennst. Loot, Loot. Oh, ich dachte, der hat irgendwelche geilen Sachen. So ein M4 schnappen. Krieg ich da rein? Yay. Ach was, ich hätte ihn hier sogar einsperren können, oder was? Es blinkt da oben. Einen Moment, ich will ausprobieren. Wirklich. Ist ja mies. So, ich würde sagen, erstmal da hoch. Weil hier kommen wir sowieso nicht rein. Also müssen wir sowieso hoch. Gibt's hier noch was? Nee. Hier unten noch was? Nee. Okay, Sonde raus. Falscher Knopf. So, einmal bedienen. Hui. Oh, Steinhammer. Check, check, check. Was kann der? Nichts. Auch nichts. Okay. Ja, dann müssen wir wohl rein. Gym Pokémon oder so hat versteckt hier. Nö. But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi Zombies. Nein. Die gleiche Not in ihrem Volk gelitten haben. Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi Zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread, and we have a big problem. All right. We're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away, so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. Ihr seid so hohl, ihr Regierungsbeamten. What the fuck? Oh, it's broken free! Die nicht hergerufen hat! Oh mein Gott! Was? Nein! How's everybody doing tonight? Good? Leute, ich kann nur sagen, das wird wieder viel, viel zu intensivieren geben hier. Aber es ist, sind zwar Drecks-Nazis, aber das ist hier auf jeden Fall, was die hier immer draus machen. Schon ganz lustig, aber warum immer Nazis? Vor allem Nazi-Zombies, ey. Seid ihr denn, euch hat man noch ins Hörnchen geschissen. Aber naja, geht dann nicht anders.
So, weiter jetzt. Betäuben. Der Sieg wird meiner sein, Freundchen. Du kriegst erstmal Juden-Jitsu. Die Rache der Juden. So. Jawohl. Zombie-Biss? Oh, hau ab! So. Oh mein Gott. So viel Loot. Alles nehmen. Oh, SWAT-Weste. Geil. Wow. Muss man gleich mal abchecken. Ich muss sowieso mal meine Klamotten wechseln. Ich sehe doch. Oh, ich dachte schon, das Ding geht jetzt hoch. Okay. Abchecken. Ach geil, wenn ich jemanden töte, kann ich nochmal angreifen. Jetzt super. Das Ding hat ja gar nichts drauf. Ach was. Oh ja, das nehme ich auf jeden Fall. Oh, das ist sogar ein Slot. Geil. Dann erstmal hier. Ändern. Oh, wie Zeug wir jetzt schon haben. 50 TP. 50 Schaden. Geil. Entfernen. Nein, ablegen sie auch, genau. Zack. Dann, wo ist der SWAT-Anzug? Wo ist... Okay, da. Anlegen. Ändern. So, was nehmen wir jetzt? Entweder TP-Absaugung oder mehr Damage. Woran ist mit dem Damage? Was ist denn das? Nietenhundenhalsband? Okay. Ja, machen wir das hier erstmal, wa? Damage. Anlegen. Okay, und Handschuhe hatten wir auch. Was? Okay. Ablegen. Ändern. Ablegen. Zurück. SWAT-Handschuhe. Anlegen. Ändern. Und so weiter. Ja, ich weiß nicht, ob ich da Live-Leech drauf machen soll. Oder noch mehr Damage. Oder noch mehr Rüstung drauf machen. Oh, die maximale TP um 5%. Na, was nehmen wir? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich mache das. 50 TP ist eigentlich ganz cool. So ein kleines Life-Leech-Ding. So, okay. Hier ist alles so, wie es soll. Okay. Aber haben wir kein Höschen? Ah, ne, hatten wir ja sowieso nicht. Aber warum kann denn der SWAT-Helm nichts? Wie sieht denn das aus? Nee. Wir nehmen den hier lieber. Okay, können wir da eigentlich noch was ändern? Was Besseres drauf machen? Ja, 15 Rüstung hinzufügen. Okay. Mehr Geld brauchen wir nicht. Okay, alles klar. Gewappnet für den Fight. Aber der sieht mir irgendwie ein bisschen komisch aus mit seiner Emo-Perücke. Ah, egal. Weiter jetzt. Können wir denn jetzt überall hin? Ja, ich wollte nur gucken, ob die Tür benutzbar ist. Aufnahmegerät, okay. Man, this secret government base room sure is boring. You would think that a secret government base would have more cool stuff in it. Aha. Okay. Oh! Halt. Schießen, ich muss schießen. Was ist das denn? Waffilla. Oh, ey. Warum sind da so eine Armbänder drin? So, jetzt raus hier. Aber erstmal
Kaputt machen, kaputt machen. Nichts zu drehen, schade. Wie, das war's schon? Okay. Irgendwie kommt mir das gerade komisch vor. Kann doch nicht sein, dass ich da nichts mehr finden kann. Ich will wissen, was hier los ist. Ja, das war's wohl. So, dann rennen wir mal schnell. Whoa! Scheiße, sie sind ausgebrochen. Wo hat denn der dieses Schild her? Das ist doch... Ey, das ist... Oh, Mann. So. Dann holen wir mal die ägyptische Plage raus. Schwach, okay. Durch eure Schule! Alter Ergebenheit! Okay, naja, war wohl nicht so der Hit. Dann lasst sie mal bitte alle debuffen. Kann ich nicht. Dann sollen sie alle scheißen. You seem uptight. I've got just a thing. Gib dir Mühe, Jimmy. Oh, kontern. Sehr hässlich. Wie, der Zombie kann schießen? Oh Gott. Pfui! Hau ab. Okay. Greifen wir halt mit normalem Angriff ihn hier mal an. Also mit Machtangriff. Und tschüss. So, Fähigkeiten. Konntet der auch meine Fernkampfangriffe? Nee. Haha. Nein. Oh Gott. Der hat Jimmy gekillt. Boah. Okay, dafür wirst du sterben. Haha. Okay, alles nehmen. Da ist noch einer. Hey, ich will den hinteren haben. Oh, was soll ich... Glänzende Schuhe. Och, diese Armbänder, das ist doch schon nervig jetzt hier wieder. So, müssen wir hin nach links, oder? Ach, wir müssen da runter. Wo ist hier eine Flagge? Ich brauche eine Flagge. Ich will da nicht hinrennen. Na, ja, wir müssen wohl da hinrennen. Naja, egal. Oh Mann, hier wird Zauberfuck von Zombies überfallen. Oh mein Gott. Lass den Officer liegen! In Frieden, nicht liegen. Liegen tut er sowieso für den Rest seines Lebens, bis er wieder aufsteht und so rumwandelt wie du und ausschaut wie du. Zack. Und nochmal. Und tschüss. Wir sind hier nicht in Deutschland. Zumindest nicht hier in South Park. Was hier? Oh, diese Armbänder, ey Leute, ich werde... Oh, das wird ein Haufen Arbeit. Hallo, Miezekatze. Ups, sorry. Oh, sie wurde noch nicht gebissen. Harsche Glück gehabt, Fräulein. So, den Rest. Reisen wir. Oh. Ja, wenn du wüsstest, was da bloß los ist. Ups. So, rein da. What's this? It's a recording. Hör mal rein. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh, shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're gonna just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right?
I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. Oh, mein Gott, wie wohl. Ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Vielen Dank. Nice. I'll send it to you. Das ist so krass. Das ist einfach nur so krass. Hör mir zurück. Oh. Was hast du denn für Waffen am Start? Oh. Was? War? Das ist natürlich cool mit den 5 Zielen, aber da müssen ja mal voll viele sein. Staub der Riesenmöpse. Nochmal kurz zurück. Waffenaufsätze, genau. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Kostüm flicken. Nö. Alles nichts für mich. Aber halt. All purchases go. Verbrauchsgüter. Müssen alles kaufen. Was wir in der letzten Zeit nämlich verbraucht haben, weil ich habe so viel verbraucht und nichts eingekauft. So, Mana-Trank, die brauchen wir eigentlich nicht. Die benutzen wir nie. Wiederbelebungstränke sollten uns wieder insgesamt dann 10 fit machen. So, Tempotränk auf jeden Fall. Zack, 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 zack. Stärketränke auch gleich. Wiederbelebungstränke sind voll. Heiltränke auch. Auch die kleinen holen wir uns noch. Ach, das reicht. So viele von den kleinen werde ich sowieso nicht mehr nutzen. Timmy-Perücke. Okay. Danke, Mr. MK. Na komm, renn hier runter. So. Dann machen wir schnell zu den Goff-Kids. Aber davor. Mal Taler raus. Hey, warum ist da kein Geld drin? Was ist los hier? Hallo. Hey, you're that popular kid. Ja. So, zack. Hallo, meine lieben Goff-Freunde. Ich rede mit eurem Anführer. Hä? Oh, please. What goth kid walks around in those clothes? Halt. Was ist denn jetzt mein Ziel? Ich dachte, ich bin jetzt fertig damit. Ja, habe ich doch jetzt. Habe ich das Bild noch nicht bekommen? Go about your questing, Hobbit Boy. We are all dying from the moment we are born. Ach, klar, klar. Ich muss mir erstmal meine Klamotten wieder wechseln, ja. Anlegen. Anlegen. Und die Goff-Handschuhe. Anlegen. Ja, jetzt reden sie erst mit mir. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. Was? Noch ein Test? You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Was? Ja, ganz ehrlich, wann mache ich denn? Oh! Gott. Geiler Goff-Dance. Way. Nice try, Frodo, but you dance like a freaking popstar wannabe conformist. Ja. Better luck next time, loser. Hä? You can't dance goth, so just stop wasting our time with your posing. Wie soll ich denn wie ein Goff tanzen? Wollt ihr mich verarschen? Ach so, oh. Less enthusiasm. That's Zack. Not how you drink totally coffee. Fucking bullshit. You call that smoking? God, I'm feeling the rage. I like what you did with your coffee there. Whoa, apathy combo. Yo, yo. So läuft das hier. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Ja,
Und ich dachte die ganze Zeit... Ui, es würde reichen, wenn ich ja die Pfeiltasten, ich spiele mit WASD, dass die dann einfach also auch zählen als Pfeiltasten, weil man sich ja damit auch bewegt. Aber und das klappt die ganze Zeit nicht und ich wundere mich auch noch bei Jimmy, warum ich da nie die perfekten Töne treffe und so, weil ich immer WASD drücke. War, ich bin, oh, sorry Leute, sorry. Sorry, sorry, sorry und nochmals sorry. So, und jetzt? Okay, jetzt müssen wir mal wieder zu... Halt, zu Kyle? Wie, wir müssen uns jetzt... Nee, ich möchte lieber, dass Cartman sich Kyle anschließt. So, können wir hier irgendwie jetzt rein oder so? Aufwertung haben wir auch. Genau, irgendwas? Nö. Naja, gut. Naja, ich verteile jetzt nochmal schnell die Sachen. Und... Krass. Oh, cool. Oh, sorry. So, ich hatte gerade wieder so einen Hustanfall. Deswegen muss ich kurz mal muten, sorry. Wir machen hier erstmal gar nichts. Wir holen uns lieber nochmal einen Vorteil. Okay. Was können wir machen? Deine maximale Gesundheit wird um 20% erhöht. Das machen wir jetzt. Kaufen. Jawohl. Boah, guckt euch das an, Leute. Okay, gut. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.